Mit dem Jungfernhäutchen assoziiere ich das erste Mal bei einer Frau sozusagen, dass das eventuell dann verletzt wird, zerstört wird, durchrissen wird. So oder ähnlich stellen sich das viele mit dem sogenannten Jungfernhäutchen vor. Da täte Aufklärung Not, aber ausgerechnet die millionenfach verteilte Infobroschüre von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung steht als völlig überholt und zum Teil falsch in der Kritik. Da müssen wir heute ran. Was haben wir noch vor? Wir gucken, was Naturheilkunde bei Hunden ausrichten kann. Und wir fragen, ob Kollagendrinks wirklich eine schöne Haut machen. Hier sind die Ratgeber. Guten Abend. Nacktheit ist eigentlich allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig sorgen Scham und Moral dafür, dass sich manche Mythen über den weiblichen Körper hartnäckig halten. Zum Beispiel die Vorstellung über das sogenannte Jungfernhäutchen, die viele Mädchen in Angst und Schrecken versetzt. Grundvoraussetzung für erfüllende Sexualität ist das Wissen, gerade in Bezug auf weibliche Geschlechtsorgane. Zu oft wird leider nur von da unten gesprochen und es werden Begriffe benutzt, die falsch oder irreführend sind. Bestes Beispiel das Jungfernhäutchen. Mit dem Jungfernhäutchen assoziiere ich das erste Mal bei einer Frau sozusagen, dass das eventuell dann verletzt wird, zerstört wird, durchrissen wird. Meines Wissens nach ist das Jungfernhäutchen bei der Frau ein sehr dünnes Häutchen, wie man schon sagt, welches auch so im Mythos, wie man sagt, nur bei der Entjungferung reißen kann, welches aber nicht der Fall ist, meines Wissens nach, welches auch beim Sport zum Beispiel reißen kann. Es ist auf jeden Fall eine Membran, die in der Scheide der Frau ist und die wird entweder beim ersten Akt durchtrennt oder aber sie reißt schon vorher. Also ich stelle mir vor, dass einfach wie so eine Leinwand ist. Ja. Und die reicht dann auf einmal und dann ist weg. Und dann geht die mit den Tagen, oder da kommt ja meistens Blut, das einfach so mit rauskommt sozusagen. Wo genau, wie? Keine Ahnung. Aufklärung tut da besonders Not. Dr. Sheila de Lis, Gynäkologin, kennt die Problematik der falschen Bezeichnung schon seit langem. Aber was ist es denn dann anatomisch genau? Tatsächlich ist es wirklich nur ein kleiner Hautkranz, der auch wirklich sehr flexibel ist und der auch dehnbar ist. Also ich nehme dazu als Beispiel immer so sehr gern ein Haargummi und erkläre gern den jungen Mädels, die zu mir kommen, die sich vielleicht fragen, wie kann ich einen Tampon einführen oder wie ist es beim ersten Mal und muss ich bluten? All diese Fragen, die wir kennen. Ich zeige ihnen einfach ein Haargummi, wie sie dieses Scrunchie hier und sage, pass auf, das funktioniert so, das ist alles ganz dehnbar und wenn da ein Tampon reinkommt, das dehnt sich und wenn der Tampon wieder rauskommt, ne, dann zieht sich wieder zurück. Gerade falsche Begrifflichkeiten in der weiblichen Anatomie wecken oftmals Assoziationen, die für eine gleichberechtigte Sexualität kontraproduktiv sind. Dieses Wort ist absolut problematisch, Jungfernhäutchen, weil man wirklich das Gefühl hat, da ist ein Siegel, da ist eine Haut, da ist eine verschlossene Membran, was etwas mit einer Jungfrau, also quasi eine Frau, die noch nie Sex hatte und damit qualitativ anders einzustufen ist als eine Frau, die schon Sex hatte. Der ganze Begriff ist falsch. Problematisch. In verschiedenen Aufklärungsbüchern wird diese Legende weiter aufrechterhalten. Dieses Mythos, dass da wirklich etwas durchstochen werden muss oder durchbrochen werden muss, sozusagen als Initiierungsritual, ist tatsächlich überall noch zu lesen. Also ich war völlig entsetzt, als ich in den Unterlagen meiner Tochter geguckt habe, die auf ein Gymnasium geht. Und da steht tatsächlich drin, dass die Vagina des jungen Mädchens durch das Jungfernhäutchen verschlossen ist. Ich war entsetzt. Es gibt kaum Organe am menschlichen Körper, die so sehr mit Moral belegt sind wie die weiblichen Genitalien. Deshalb ist ein differenzierter Sprachgebrauch gerade bei der Sexualaufklärung enorm wichtig. Sozusagen Dr. Sommer 2.0. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es auch in der Sexualaufklärung in der Schule, dass man da jetzt endlich mal das Ganze updatet und wirklich die Informationen wirklich auf den neuesten Stand bringt. Und wirklich den Mädels und Jungs wirklich sagt, pass mal auf, Jungfernhäutchen gibt es nicht, das sind alte Vorstellungen, das Ding heißt Vaginalkranz. Es kann bluten, es muss nicht, es ist kein Beweis für Jungfräulichkeit, es hat eigentlich gar nichts zu sagen. Diese Informationen gehören dringendst in die Aufklärungsbücher der Deutschen, unbedingt. Klare Worte. Schönen guten Abend, Diplompsychologin und Buchautorin Elisabeth Raffauf. Guten Abend, Frau Brüning. Grüße Sie. Frau Raffauf, Sie haben selbst Aufklärungsbücher geschrieben. Finden Sie auch, dass gerade um die weiblichen Genitalien ein großes Geheimnis gemacht wird? Auf jeden Fall ist es ja mit den Begriffen sehr viel schwieriger als bei den männlichen Genitalien.
Und das hat ja vielleicht auch damit zu tun, also es gibt sicher viele Gründe dafür, aber einer kann möglicherweise sein, dass es einfach nicht so sichtbar ist. Also wenn Frauen an sich heruntergucken, dann sehen sie erstmal nicht. Männer sehen das sofort, sehen ihre Genitalien sofort. Und ein anderer Grund kann auch sein, es wurde häufig definiert, auch im Vergleich zu den Männern. Das heißt, die Männer haben da was und bei den Frauen fehlt was. Und das ist natürlich jetzt nicht dazu angetan, dann für was Fehlendes auch noch ein Wort zu finden. Also es gibt noch andere Gründe, aber das sind vielleicht zwei. Ja. Genau, Sie sagen es, und letztendlich fehlt uns eigentlich auch ein eindeutiger Begriff für das weibliche Genital. Und das macht alle irgendwie sprachlos. Also man weiß das als Mädcheneltern, man weiß das als Mädchen und Frau und man weiß es wahrscheinlich auch als Junge und Mann, oder? Ja, absolut. Also das ist natürlich dann so mysteriös, wenn es für was kein Wort gibt und vielleicht auch ein bisschen erschreckend. Und es ist ja auch so, wenn etwas keinen Namen hat, dann existiert es nicht. Und es muss ja alles benannt werden, also auch für uns Frauen, dass man sich ganz fühlt. Das gehört ja zu uns. Das ist ja ein Teil unseres Körpers. Und wir brauchen dafür Worte. Das ist ein Grund, warum das so wichtig ist. Und natürlich geht es auch um das Thema Schutz. Also Worte sind ja auch wichtig, damit ich benennen kann, wenn mir was passiert. Hm. Nehmen wir mal das andere Geschlecht mit an Bord. Welche Rolle spielen denn Eltern bei der Aufklärung von Jungs und von Mädchen? Ja, eine große. Also Eltern, das, was Eltern machen, wie sie sich verhalten, wie sie darüber sprechen, hat eine Wirkung auf Jungs und Mädchen. Also das heißt, die Atmosphäre zu Hause, kann ich da locker drüber sprechen oder merke ich, darüber sprechen wir hier eigentlich nicht. Also irgendwie, meine Eltern werden immer rot oder wechseln das Thema. All das hat eine Wirkung. Eben zum Beispiel auch die Wirkung, darüber spricht man nicht. Ja. Oder aber auch, wir können darüber reden, auch wenn wir nicht alles wissen als Eltern. Aber wir können ja auch in einem Buch nachgucken. Also es ist erlaubt zu fragen. Die Vertrauensbasis muss da sein, damit Kinder auch Fragen stellen dürfen. Also im Idealfall wäre das auch mehr als ein ernstes Gespräch, so nach dem Motto, wir müssen reden. Absolut. Ja, ja, ich sag mal, Sexualerziehung ist ja ein Teil der anderen Erziehung, der Gesamterziehung. Und das taucht ja immer wieder auf. Und Kinder stellen ja oft Fragen dann an Stellen, wo wir es gar nicht erwarten oder wo wir überrascht sind. Dann kommt plötzlich irgendeine Frage und wir wissen gar nicht, wie kommt das jetzt und was sage ich? Aber das gehört eben dazu. Und dann können wir gucken, können wir was sagen oder fällt es uns auch gerade schwer und vielleicht stottern wir auch, was überhaupt nicht schlimm ist. Wir müssen nicht alles perfekt beantworten können, sondern erstmal nur offen dafür sein und vielleicht auch sagen, ich bin auch nicht so gewohnt, darüber zu sprechen, wie zum Beispiel über ein Fußballspiel oder über einen Beinbruch. Aber das ist ja auch ganz normal. Aber wir können zusammen weitergucken. Viele Eltern verlassen sich da gerne auf die Schule. Ist das eine gute Idee? Nein. Also natürlich, die Kinder kriegen ja zu Hause einfach was mit. Das müssen wir uns ja ganz klar sein. Die kriegen mit, darf ich zu Hause nackt sein? Sind meine Eltern nackt? Oder wie ist das mit dem Thema Scham? Und wir müssen einfach wissen, wir sind ja als Eltern die ersten Ansprechpartner und Vertrauenspersonen. Und vor allem bei kleinen Kindern ist das ja auch wichtig, zu helfen, etwas einzuordnen. Kinder kriegen ja auch auf der Straße was mit und auch im Internet. Und manches ist sehr verstörend für die Kinder. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir helfen, Dinge auch einzuordnen. Und wie gesagt, dabei muss man nicht perfekt und gut sein als Eltern, sondern erstmal nur offen und vertrauensvoll. Und wir merken dann auch, wenn die Kinder älter werden, möchten sie nicht mehr so mit uns darüber sprechen. Und auch das ist natürlich okay. Ich glaube, in der Phase bin ich jetzt angekommen. Vielen Dank, Frau Raffa. Machen Sie es gut. Dankeschön. Sehr gerne.